Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Und ich mache es immer wieder, wenn mit rechts drehen. Am Anfang der Aufnahmesession. Ja, unsere Fortschritte sind langsam, aber sie sind vorhanden. Also, wie man sehen kann, wir haben schon ein gutes Stück an Erde abgedeckt. Und ja, wie immer müssen wir halt warten, bis die Arbeit getan wird. Und hier mal ein bisschen nachhelfen, dass das Zeug nicht verschwendet wird. Gut. Ja, hier oben abbauen wird auch noch lustig. Aber das kriegen wir auch noch hin. Erstmal halt, wie gesagt, den Teil. Währenddessen wird hier fleißig gefüllt oder müssen wir uns überlegen? Komm, ich will dich abbrechen. Oder so erstmal. Wisst ihr, genau das finde ich auch recht. Dass man das nicht sauber verschieben kann. Ja. Erstmal wieder weg damit und lasst sie da weiter auffüllen. Was ich halt machen könnte, wäre hier ein Flatten. Machen. Wenn ich es jetzt eins in die Richtung schieben würde, würde es doch noch reinpassen. Aber nee, mach das so. In die Richtung so weit wie es geht. So, nicht mehr lange und wir haben wieder ein Brick dran. Was auch schön ist. Er darf da gleich mal hier anfangen zu schaffen. Also nicht hier oben abtragen, sondern da unten auffüllen. Oh, das ist hier fast nichts mehr übrig von dem Stück des Hügels. Und dann haben wir auch schon den halben Hügel abgetragen. Genau, muss ja unbedingt so kompliziert sein. Oder die anderen Steine sind schon alle belegt.
scheinen alle schon billig zu sein. Okay. Wir sind immer noch groß damit beschäftigt, hier alles zuzumachen, was zuzumachen geht. Ja, ist auch wieder schade, dass sie sich nicht die Mühe machen, die Treppe zu nehmen. Sie springen lieber hier hoch. Na okay, oder graben von hier aus. Das ist auch in Ordnung. So. Na gut, solange sie den kürzesten Weg, also zum nächsten Stein, den sie abbauen müssen, nehmen. Soll es mir recht sein. Ja, noch 3 Ticks und wir haben einen weiteren Vektor. Nummer 13, dann fehlen noch 2. Kann sich dann ja nur noch um Stunden handeln. Und ja, da werden die Steine los. Das hier wird wahrscheinlich alles wieder runterbrechen. Aber ja, es läuft. Hier sind sie auch bald fertig, wieder mit der Deckschicht. Oh, 3900, das ist ein bisschen mehr geworden. Aber da kommen ja jetzt die ganzen Leute und zacken auch wieder ein. Weiter zum Bauen. Plopp. Da kommen sie. Gong liefert Steine, aber Hydra und... Wie heißt du? Shishka, aha. Tupi. Wir haben so seltsame Namen. Tux geht doch einigermaßen und McCoy auch. Und Novon, ja, Novon kennen wir bereits. May und Deimos. Rosalind klingt doch recht normal. KB. Gong. Ja, Gong. Horizon. Thank you.
So, gibt nicht mehr viel zum Zumachen. Nur noch hier 4 Stück. Sieht aus wie Tetris-Stein. Warten wir, bis sie dazu gemacht haben. So, und überwachen jetzt die Geburt unseres nächsten Bricked Ones mitten in der Nacht. Gleich ist unser Kristall wieder voll und wir haben aus dem vielen Blauen wird er gelber. Nicht mehr lange. Und schwupp, ist er gelb. Wir können Chippo spawnen. So. Gut, das heißt, kann ich dich nicht einfach nehmen und nach hier versetzen? Doch, kann ich, aber ich hätte gern noch eins versetzt. Nee, das ist furchtbar. So. Und hier können wir auch was schmaler machen. Dafür hier breiter. So. Gut. Na gut, er kann hier oben ein bisschen abtragen. Wir müssen eh ein Stück weit runter. Oder wir lassen ihn einfach auffüllen. Das ist, ist ganz oben hin auffüllen. Das ist das Effektivste, denke ich mal. So, wie sieht unser Steinbruch hier mittlerweile aus? Oh. Also dadurch, dass sie nicht so lange Wege gerade haben, bauen sie ziemlich schnell ab. Okay. So, Chippo füllt hier fleißig auf. Gut. Oh, er fängt sogar hier an. Sehr schön. Also wir können hier ein bisschen abändern. Hier sieht es auch langsam etwas interessanter aus.
Aber ja, wir verstecken nach und nach das Holz unter Erde. Und unsere Stockpiles werden voller. Ja, wir können immerhin 400 und 12 Teils jetzt füllen. Oder Blöcke. Blöcke passt eher, Teils sind, werden ja eher flach. Oh. Du bist voll. Dann bau du mal das letzte Stück hier ab. So, damit sind alle Stücke der Leiter nämlich, der Treppe nämlich weg. Und es wird wieder Tag. Sehr schön. Gut, da sollten wir als nächstes mal anfangen, den Huawei hier zu planen. So, die können schönerweise die Treppe nutzen. Kein Stein, kein Eisen. Und am besten noch kein Brimstone mehr hier. So, den habe ich ja gerade ausgewählt. Aber ja, die Höhe passt. Passt alles gut. Hier ist zwar noch ein bisschen was. Sollten wir aber auch mit der Zeit loswerden. Ach, und da hat sich mal wieder unsere Höhe verstellt. Jetzt können wir auch wieder hier nach ranzoomen. Und ja, schön, er füllt hier ordentlich auf. Hat hier oben einen Block weggehauen. Und ich glaube, den hat er ja schon weggehauen. Ja, guck mal, sie tun auf unserem Picasso-Bild jetzt auch schon Blöcke setzen.
merke gerade, oder? Ja, ich habe einen Fehler gemacht hier mit dem. Ich habe nicht alles abgedeckt. Doof. So, bis zur Treppe. Jetzt habe ich aber alles abgedeckt. Jetzt hier hoch. Hä?